So, liebe Leute, es ist jetzt ja 16:45. Mal früher, mal später komme ich um diese Zeit meistens in den Feierabend und damit herzlich willkommen zu meiner Sommerabendroutine. Wir machen das heute so ein bisschen im Vlog-Style. Ich nehme euch einfach mit, so wie bei uns klassischerweise ein Abend abläuft. Und das heißt erstmal Kiste aus und dann geht's in die Küche, weil wir haben natürlich jetzt langsam Hunger, aber die sieht aus wie Hulle. Das heißt als nächstes erstmal aufräumen. Kommt ihr mit? Ihr helft mir, oder? Finde ich super nett von euch. Auf geht's! Ich starte dann erstmal rein und kümmere mich um die Küche. Die verwandelt sich über den Tag hinweg immer in so ein richtiges Schlachtfeld. Wir haben ja diese riesige Kücheninsel und ich liebe die sehr, aber es sammelt sich halt auch der ganze Poll dort an. Wir nutzen das immer so als Ablagefläche für zum Beispiel Wäsche und neue Bestellungen und Krimskrams und deswegen muss die mindestens einmal bis zweimal am Tag halt einfach aufgeräumt werden. Und Wasser fülle ich natürlich dann auch wieder auf, damit wir was zu trinken haben. Abwasch- und Spülmaschine ist natürlich auch mindestens ein- oder zweimal am Tag bei uns fällig. Wir kochen ja jeden Tag immer frisch und viel zu Hause und deswegen braucht es das dann tatsächlich auch einfach. Die Hunde sind natürlich auch immer mit am Start. Die wuseln immer rum. Happy liegt auch immer gerne unter der Spülmaschine. Das ist total hilfreich beim Aufräumen. Ein paar Sachen muss ich dann natürlich aber trotzdem per Hand spülen. Also vor allem unsere geliebten Holzschüsseln, aus denen wir eigentlich täglich essen. Die gehen selbstverständlich nicht in die Spülmaschine, aber ich glaube, das ist auch total normal. Kennt jeder. Man hat halt Abwasch, der auch einfach immer noch per Hand erledigt werden muss. Da kommt man nicht drum rum. Und ich habe ja übrigens diese super gehypten Scrub-Mami-Schwämme. Das war übrigens mein erstes Viral jetzt auf TikTok. Schon einige Zeit jetzt in Verwendung. Ich verlinke euch die nochmal unten in der Videobeschreibung, weil die einfach nur echt großartig sind. Damit mache ich dann zum Beispiel auch die Herdplatte noch wieder sauber und auch den Spritzschutz hinten dran. Also die Dinger sind echt der absolute Burner. Also falls ihr die noch nie getestet habt, es lohnt sich wirklich sehr, die normalen billigen Topfschwämme gegen die Scrub-Mamis auszutauschen. Leute, wir sind beim Thema Abschminken angekommen und das ist gerade auch im Sommer, wenn man so aktiv war den ganzen Tag, mit meinem liebster Step in meiner persönlichen Abendroutine. Das ist so der Moment, wo ich ein bisschen entspanne und endlich runterkomme und mir die ganze Schminke und Schweiß und wenn ihr auch zum Beispiel nur ungeschminkt wart, Sonnencreme und so weiter, Pollen draußen, alles runterwaschen und dann fühle ich mich wieder wohl und dann kann ich auch mein Abendessen genießen. Ich mache das meistens immer vorm Abendessen. Kontaktlinsen habe ich schon rausgenommen und deswegen starten wir jetzt hier oben. Normalerweise mache ich das wie jeder andere Mensch auch im Bad, nur für euch der Hinweis. Ich mache es aber hier oben, weil es hier schöner ist und praktischer zum Filmen und einfach netter aussieht für euch. Und wir starten natürlich mit meiner liebsten Routine, schon seit vielen Jahren hat sich nichts geändert mit Yepoda, mit dem Calm Balm, das ist der Cleansing Balm. Ich mache ja Double Cleansing und hole jetzt erstmal mit nur diesem bisschen hier mein ganzes Make-up runter und ich lieb's. Es ist einfach nur großartig. Das ganze Make-up ist geschmolzen im wahrsten Sinne des Wortes und das werde ich jetzt gerade kurz abwaschen gehen und dann folgt Step 2. Und jetzt kommt The Bubble Double. Die wasserbasierte Reinigung. Das ist ein Reinigungsschaum mit Salicylsäure. Der hilft halt, die Haut schön im Gleichgewicht zu behalten, kämpft gegen Unreinheiten. Perfekter Alltagsbegleiter für mich. Und natürlich einmal abwaschen gehen. Jetzt folgt einer meiner Lieblingsschritte mit meinem Favorite Serum, The Repair Hero. Mit Niacinamiden, probiotischen Inhaltsstoffen, spendet natürlich auch Feuchtigkeit, aber macht vor allem ein super schönes, ebenmäßiges Hautbild. Liebe ich sehr, weil im Sommer leidet unsere Haut halt durch die ganze UV-Strahlung natürlich sehr, sehr krass. Oder auch wenn ihr so wie ich ein bisschen allergiegeplagt seid, durch die Pollenbelastung und so weiter. Also super wichtig, einfach auch zum einen natürlich viel Feuchtigkeit zu spenden. Da ist der nächste Step auch besonders wichtig. Aber ein Serum auf jeden Fall für mich unverzichtbarer Step in der Skincare-Routine.
Jetzt folgt The Midnight Magic. Das ist eine Schlafmaske. Im Prinzip eigentlich wie eine sehr intensive Nachtpflege. Und das ist für mich persönlich key im Sommer. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, aber ich habe auch im Sommer sehr, sehr trockene Haut, immer an einzelnen Stellen. Die hier ist mit Lavendel und extrem gut feuchtigkeitsspendend, weil die sehr, sehr reichhaltig formuliert ist. Aber ich liebe das. Und vor allem liebe ich diesen Lavendelduft. Oh mein Gott. Wir haben auch Tonnen Lavendel bei uns im Garten stehen. Aber ich finde, Lavendel ist halt einfach auch etwas, das in der Nachtroutine oder Abendroutine halt so perfekt ist, weil das ein schöner Duft ist, der beruhigt, der ist angenehm. Selbstverständlich muss man den mögen, aber ihr merkt schon, ich liebe Lavendel. Und jetzt folgt natürlich eine Augenpflege. Darf bei mir absolut nicht fehlen. Ich bin immer besonders an der Augenpartie ein bisschen geplagt mit der Allergie. Und The Ice Cream ist für mich persönlich auch neu und auch bei Yepuda neu. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend mit diesen Schneckenschleimprodukten mitbekommen habt, so auf TikTok. Vor allem in der TikTok-Bubble war der sehr präsent. Und es gibt ja vielleicht auch unter euch Leute, die sagen, weiß ich nicht, Schneckenschleim muss jetzt nicht unbedingt. Yepuda hat eine vegane bzw. pflanzliche Alternative dazu gefunden. Phytomucin heißt das. Ist letztendlich die gleiche Wirkung wie diese ganzen gehypten Schneckenschleimprodukte, aber halt auf eine, naja, für unseren Lifestyle angepasste Formulierung sozusagen. Außerdem haben wir noch Hyaluronsäure, Koffein, Niacinamide, also alles das, was wir in einer Augencreme brauchen. Keine Schwellungen, weniger Augenschatten, aber gleichzeitig auch gut mit Feuchtigkeit versorgt. Selbstverständlich auch schon Slow Aging mäßig, das heißt, beugt natürlich der Fältchenbildung vor. Die ist sehr, sehr, sehr reichhaltig, kann ich euch sagen. Also ihr braucht wirklich super wenig, habt ihr gesehen. Und ich klopfe die dann immer so ganz leicht ein. An der Augenpartie müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe die jetzt schon eine Zeit lang in Verwendung und ich liebe sie. Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Wie gesagt, meine Augenpartie ist extrem trocken und es ist super toll. Also ich bin hellauf begeistert und von daher freue ich mich natürlich, dass ich auch mal wieder einen aktuellen Code für euch habe. Ihr bekommt mit Sarah Juni 30%. Ihr findet natürlich alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach super gerne mal stöbern gehen, was aufstocken oder aber auch zum Beispiel die neue Augencreme testen. Macht es super gerne. Ihr werdet es nicht bereuen, die Produkte sind toll. Aber für alle Allergiker noch der Hinweis, sie sind teils mit natürlichen Inhaltsstoffen leicht parfümiert, die Augencreme aber nicht. Also nur, dass ihr es wisst, aber zum Beispiel Bubble Double und natürlich die Lavendelcreme, of course, ja. Der Rest auf jeden Fall weniger. Müsst ihr natürlich ein bisschen austesten, aber Yepuda hat da auch eine Geld-Zurück-Garantie für euch. Also könnt ihr absolut nichts falsch machen. Und jetzt fühle ich mich gut. Jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, fühle ich mich gut, aber jetzt habe ich Hunger und brauche was zu futtern. Also kümmern wir uns als nächstes ums Abendessen. Frisch gepflegt geht es jetzt ans Abendessen und wir essen super gerne abends einen Porridge mit jede Menge Obsteinheiten, immer so, keine Ahnung, 4-5 Obsteinheiten und da habe ich heute einen bunten Mix aus Apfel, Orange, Trauben und Mango zurechtgeschnibbelt. Normalerweise schnibbelt Daniel immer, aber heute fürs Video habe ich das übernommen natürlich und ja, dann machen wir uns den immer ganz frisch dann abends einfach mal fertig und das ist für uns ein super leckeres Abendessen. Mögen wir echt wahnsinnig gerne. Wenn ihr da noch mehr irgendwie zum Thema Ernährung von uns wissen wollt, schaut ganz gerne in meine Fitness-Moppel-Reihe. Da habe ich ganz viel Tipps und Tricks und Rezepte und so weiter. Also da könnt ihr ganz gerne mal vorbeischauen und es gibt auch sogar ein komplettes Food Diary, falls ihr das verpasst haben solltet. Kriegst du einander? Komm mal hier. Die Wuffis müssen natürlich auch was zu essen kriegen, ist ja klar. Okay. Und dann setzen wir uns mit dem Porridge auf jeden Fall super gern auf die Couch, gucken ein Let's Play. Wir schauen ja wahnsinnig gerne Gaming-Content und zocken ja auch privat selber wahnsinnig gern. Also das ist für uns dann so richtig Entspannung pur. Und gerade sind bei uns die Zombies wieder hoch im Kurs. Was ich auch immer noch gerne manchmal mache abends, ist noch schnell in meinen
Notion in mein Planning-Tool, so die To-Dos für den nächsten Tag eintragen, mit Daniel besprechen, hey, was müssen wir denn am nächsten Tag irgendwie drehen, was muss erledigt werden. Wir haben immer so ein bisschen so diverse Arbeitsblöcke, je nach Wochentag. Also falls euch das nochmal interessieren sollte, sag ich mal so richtig Deep Dive in so Planning und Organisation, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann schreibt mir das doch mal gerne als Feedback in die Kommentare. Dann kann ich dazu mal ein separates Video einplanen. Aber ich persönlich mag das ganz gerne. Dann habe ich den Kopf am Abend frei und weiß halt auch einfach, okay, an das und das musst du morgen denken, das muss erledigt werden, das ist wichtig. Und dann hat man einfach seine Ruhe. Nach dem Hundespaziergang setzen wir uns auch wahnsinnig gerne dann nochmal raus. Ich habe witzigerweise das Handy vergessen, sonst hätte ich euch auch noch zum Spaziergang mitgenommen, aber ich habe es an dem Tag vergessen. Wir gehen meistens jetzt relativ spät erst spazieren, irgendwie so zwischen 8 und 8:30, weil das sonst für die Hunde zu heiß ist. Und dann ja, sitzen wir einfach nochmal wahnsinnig gerne auf der Terrasse im Garten, genießen einfach so ein bisschen noch das schöne Wetter zurzeit. Und das kann ich euch auch nur mitgeben. Es ist super wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt für euch selber, einfach ein bisschen runterkommt vom Tag, entspannt und ja, euch eine gute Zeit gönnt. Und damit sind wir am Ende der Abendroutine angekommen und ich hoffe, es hat euch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf euer Feedback, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!